Okay. Ja, also herzlich willkommen, liebe Frau Gordin, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit uns über ein so wichtiges Thema zu sprechen. Mein Name ist Melanie, ich führe heute das Interview mit Frau Gordin. Und zwar geht es heute eigentlich ein sehr wichtiges Thema, um Schmerzen natürlich, die alle von uns irgendwann im Laufe unseres Lebens betreffen. Und das spezielle Thema dieses Interviews ist, wenn der Ischiasnerv jede Bewegung zur Qual macht, Symptome, Ursachen, Behandlung und Vorbeugung von Ischiasschmerzen. Die sind allerdings vielseitig. Frau Gordin führt eine Praxis für ganzheitliche Orthopädie in Berlin-Charlottenburg und ihr Anliegen ist vor allen Dingen, was ich auch persönlich sehr schön finde, die Kombination von Schulmedizin und Naturheilkunde. Und ihre Themenschwerpunkte sind unter anderem HPU, eine Stoffwechselkrankheit, das können Sie mir gleich nochmal helfen, wie man das ausspricht, das Chronic Fatigue Syndrom, auch natürlich der Ischiasnerv, worüber wir heute sprechen, der Meniskus und auch die allgemeine Schmerztherapie. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Gordin. Ja, gerne. Sie sich auch gerne nochmal vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Essie Gordin. Erstmal vielen Dank für die nette Einweisung und für die Einladung hier zum Kongress. Aus meiner Geschichte, ich habe erst Medizin studiert und habe lange in der orthopädischen Praxis gearbeitet, war auch operativ tätig und dann habe ich aber sozusagen der Schulmedizin den Rücken gekehrt und habe mich seit 2003 mit einer eigenen Praxis dann als Heilpraktikerin niedergelassen für ganzheitliche Orthopädie und ja, und mache eigentlich nichts mehr von dem, was ich einmal so früher getan habe in der schulmedizinischen Praxis. Und das macht auch sehr viel Spaß, so, weil man halt ganz anders mit den Menschen arbeiten kann, weil man halt den ganzen Menschen sieht und ich sag mal, sehr individuell eben auch die Patienten beraten kann mit dem, was sie an Problemen haben, weil es ja meistens nicht nur ein Problem ist. Ja, ich muss persönlich sagen, wir haben schon gerade kurz da vor dem Interview darüber gesprochen. Mein Herz lässt es irgendwie mal ein bisschen höher schlagen, wenn Ärzte, die auch lange Arzt waren, sich entscheiden, auch andere Behandlungsmethoden mit zuzuführen, weil genauso wie Sie sagen, es ist ja immer nicht nur ein Schmerz und der kommt ja auch irgendwo her und ehrlich gesagt finde ich es immer toll, weil meistens ist es immer das eine oder andere und dass auch die Sachen oft sehr geteilt sind. Dabei denke ich, wenn man so wie Sie halt Erfahrung als Arzt gesammelt hat und halt auch wenn Medizin studiert hat und einfach das große Ganze kennt und dann halt auch noch andere Heilverfahren mit einbringen kann, ich glaube, dass es wirklich unheimlich gute Möglichkeiten gibt, um dem Menschen auch wirklich weiterzuhelfen. Ja, jetzt vielleicht mal ganz kurz zum Ischiasnerv. Um ehrlich zu sein, ich habe darüber nachgedacht vor dem Interview. Es gibt tatsächlich ja immer mal wieder den einen oder anderen. Ich erinnere mich ja auch an eine Freundin von mir, die hatte auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass sie Schmerz mit dem Ischiasnerv hat. Die war schwanger. Ich glaube, das ist auch relativ üblich. Und dann sagt man, oh ja, okay, das kann man sich vorstellen, dass es wehtut. Aber was es richtig ist, ehrlich gesagt, muss ich auch selber sagen, musste ich auch erstmal nachlesen und wusste ich auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Wahrscheinlich guckt der ein oder andere auch das Interview, wenn man schon mal selber Probleme damit hatte. Aber manchmal ist es ja auch so, dass sowas auf einmal auftaucht im Leben. Vielleicht können Sie uns mal einfach erklären, was das überhaupt ist aus Ihrer Sicht und was für Symptome eigentlich damit einhergehen. Ja, genau. Also ich sage mal, bei dem Ischiasnervbeschwerden oder bei der sogenannten Ischialgie, wie man es in der medizinischen Fachsprache nennt, geht es wirklich um den Nerven. Und häufig wird aber das verwechselt, dass die Leute meinen, sie haben eine Ischialgie, aber dabei ist es eigentlich ein muskuläres Problem. Mhm. Die Ischialgie, sage ich jetzt mal grundsätzlich erklärt sich eigentlich aus dem anatomischen Verlauf des Nerven. Ja? Der Nerv, das ist ja unser dickster Nerv, den wir überhaupt haben im gesamten Körper. Und der Nerv grundsätzlich entspringt vom vierten Lendenwirbelsäule. Wir haben also fünf Lendenwirbelkörper und danach schließlich der Sakralkörper an, die Iliosakralkörper an. Und vom vierten Lendenwirbel bis zum dritten Lendenwirbel, da entspringen praktisch die Wurzeln des Ischiasnerves.
Und die vereinigen sich dann praktisch zu einem dicken Kabel, wenn man so will. Und dieses dicke Kabel läuft dann in einem, durch ein bestimmtes, sag ich mal, Loch durch, piriforme, ein birnenförmiger Muskel, der nämlich da drüber liegt. Mhm. Und das ist wichtig zu wissen auch, dass wenn der Nerv dadurch durchtritt und manchmal nur dieser piriformes Muskel verspannt ist, das macht die gleiche Schmerzen wie eine Ischialgie, wenngleich der Nerv an sich aus seinem Austrittspunkt überhaupt nicht beschädigt ist. Mhm. Ja? So, und der Nerv, der teilt, der läuft dann halt über den Po-Muskel oder am Po entlang, am Gesäß entlang, runter zum Bein und unten in der Kniekehle teilt er sich dann halt nochmal einmal nach vorne zum Wadenbein und einmal nach hinten zum Wadenbein und einmal nach vorne zum Schienbein. Mhm. Und so kann man eben dann auch den, je nachdem, wo die Schmerzen hinausstrahlen, kann man dann auch sagen, von wo denn da eine Störung kommt. Also die Ischialgie direkt lässt sich eigentlich immer ganz gut, wenn es eine wirkliche Ischialgie ist, also dass wirklich der Nerv betroffen ist, immer ganz gut einkategorieren. Und so das Erste, sage ich mal, wenn es wirklich der Nerv ist, was die Patienten haben, dass es nicht nur im Rücken schmerzt, sondern besonders eben auch im Gesäß und dann auch im Verlauf runter ins Bein. Und es kommt zu Kribbeln, also dieses Ameisenlaufen oder wenn es dann ganz schwerwiegend ist, eben auch zu Taubheitsgefühl im Bein, zu Schmerzen auch, krampfartigen Schmerz. Also das sind die gar nicht mal so krampfartig, das sind so elektrische Schmerzen mehr im Bein. Also oder es kommt dazu, dass die Leute, wenn wirklich eine Schädigung ist, den Fuß nicht mehr richtig anheben können. Also das sind dann Sachen, wo man sagt, okay, da muss man dann auch immer noch bildgebend nochmal nachhaken, um genau zu wissen, wo gibt es denn da irgendwo eine Einklemmung des Nerven oder eine Schädigung des Nerven. Mhm. Wie gesagt, nur die häufigere Variante ist, dass die Patienten kommen und sagen, ich habe mich gedreht, ich war in der Dusche, mir ist die Seife runtergefallen, ich wollte die Seife aufheben und schwupps, da kam ich nicht mehr hoch und jetzt habe ich ganz tolle Schmerzen. Ja. Und das hat dann mehr was mit einem sogenannten Hexenschuss zu tun. Da hat die Hexe halt in den Rücken geschossen. Ja. Das kann auch ähnliche Schmerzen machen, nur dieser Schmerz ist meistens lokal. Der bleibt dann an einer Stelle da am Rücken, wo nämlich wo die Muskulatur sich verkrampft hat und wo es häufig auch dadurch zu einer Blockierung im Wirbelsegment gekommen ist. Mhm. Und die dritte Variante, was Sie schon eben so angesprochen haben, auch die Frauen, die schwanger sind, ne, die haben halt auch, oder auch Frauen grundsätzlich, also gynäkologische Probleme häufig werden auch als Rückenschmerzen gewertet, einfach weil auch die anatomische Nähe da ist, auch dass das drücken kann. Mhm. Ein anderes Phänomen gibt es auch bei Leberbelastungen. Ja, mhm. Auch ja, also auch da, dass es da zu, sage ich mal, Veränderungen kommt, dass es zu Abflussstörungen kommt, also lymphatischen und venösen und vor allen Dingen venösen Stauungen. Und was dann auch wiederum wirklich dazu führen kann, dass sich ein Ödem bilden, also praktisch eine Flüssigkeitsansammlung, die dann drückt und auch im Bereich eben, wo auch der Ischiasnerv sich mit eventuell befinden kann und es dann auch zur Ausstrahlung kommen kann. So, und deswegen ist es immer so wahnsinnig wichtig, wirklich auch eine genaue und saubere Diagnostik zu machen, dass man also die Reflexe testet und Patienten, wenn die selber, sage ich mal, hier geht es ja auch darum, dass vielleicht der eine oder andere selber auch irgendwie schon mal so ein bisschen das einkategorieren kann, was habe ich denn jetzt nun? Habe ich jetzt eher ein muskuläres Problem oder habe ich eher wirklich doch eine Nerven- oder Bandscheibenschädigung, irgendwie sowas in diese Richtung? Ja? Also wenn es nur ein lokaler Schmerz ist, der nicht nach unten ins Bein ausstrahlt, dann ist es wirklich meistens das muskuläre Problem. Oder auch lokal nur am Po dieser wahnsinnige Schmerz. Viele Sportler haben das zum Beispiel. Mhm. Ja, nach intensivem Sport oder irgendwie lange gesessen oder eine ungünstige Haltung gehabt,
Und dann gibt es das auch vom Autofahren, kennen das einige auch, ja, dass dann auf einmal richtig das wahnsinnig wehtut. Aber wie gesagt, das ist dann eher so ein Piriformis-Syndrom, was zwar auch auf den Nerven drückt, aber nicht diese typische Ischialgie ist, die man eigentlich damit verbindet, dass wirklich eine Schädigung am Nerven ist. Okay, ich glaube ehrlich gesagt, also mir persönlich war das überhaupt nicht klar, dass es so viele unterschiedliche Ansätze dazu gibt und wahrscheinlich den meisten unseren Zuschauern auch gar nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass Sie das erklären. Also im Grunde, natürlich kann man nie alles eins zu eins auf jeden anwenden, aber kann man schon mal ein bisschen beruhigt sein, wie Sie gesagt haben, wenn der Schmerz an einer Stelle ist und nicht halt richtig doll irgendwo aufstrahlt, weil es was Muskuläres sein könnte. Sie haben aber auch gesagt, dass der Nerv geschädigt sein könnte. Also was heißt denn das, dass der Nerv geschädigt ist und woher könnte das kommen? Also es kann, also da gibt es ja nun auch ganz viele Ursachen dafür. Ne? Das ist, sag ich mal, viele, die, sag mal, sehr groß und schlank sind, ne? Die als Jugendliche auch ganz schnell hochgeschossen sind. Ja? Die haben fast alle Rückenprobleme. Ja? Einfach, weil es da das Phänomen gibt, dass das Wachstum des Nerven mit dem des knöchernen Skeletts einfach nicht richtig mitkommt. Ja? Dass es da eine Dysbalance gibt. Ja. Und natürlich auch Haltungsprobleme. Leute, die ewig nur sitzen. Ja, wir sind halt keine Sitzmenschen, wir sind eigentlich Bewegungsmenschen. Ja. Ja. Und wenn man bedenkt, so dass der Durchschnittsdeutsche sich 400 Meter am Tag bewegt, dann ist das nicht wirklich viel. Ja. Sie haben absolut recht. Ich habe schon gesagt, diese Interviews, auch Ihr Interview und generell die meisten Interviews für diesen Kongress sind nicht nur für Leute, die aktuell Schmerzen haben, sondern sind so viele wichtige Dinge drin, die für jeden gelten, genauso wie Sie sagen, wir bewegen uns nicht und irgendwann passiert es dann halt, dass wir Schmerzen haben. Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich das Haupt- oder das ist das zentrale Problem, ja, weil unsere Lebensweise nicht unserer anatomischen Ausbildung, sage ich jetzt mal, adäquat ist, ja. Mhm. Und wir haben uns zwar in der Evolution, ja, vom Affenmenschen zum aufrechten laufenden Menschen entwickelt, ja. Aber das ist halt für den laufenden Menschen und da hat die Evolution dann nicht mehr den Büromenschen mitbedacht, ja, da ist es dann irgendwie vorher stehen geblieben, ja, und deswegen resultieren dann natürlich auch sehr, sehr viele Probleme und wenn man so bedenkt, dass jeder Dritte also irgendwie Rückenschmerzen hat, dann kann man das damit wirklich erklären, dass also, sag ich mal, Problem 1 wirklich Bewegungsmangel ist, und eben eine Fehlhaltung. Ja. Und um es jetzt nochmal so ein bisschen plastischer zu erklären, wir haben, wenn der Nerv praktisch an der Wirbelsäule aus den Neuroforamen, sagt man, aus dem Loch austritt, wutritt sozusagen, also sie geht ja vom Rückenmark und die Bilde geht dann ab, durch die Wirbelkörper und man muss sich vorstellen, ich habe jetzt dummerweise gar kein Skelett hier, so dass man es zeigen könnte. Man hat immer zwei Wirbelkörper aufeinander und die sind ja gelenkig miteinander verbunden. Und durch dieses Gelenk, da bildet sich praktisch diese Öffnung. Und dieses Gelenk ist eigentlich das Problem, ja, das sogenannte Facettengelenk. Und da können sich dann, auch wenn Entzündungen sind, ist es so, dass sich Flüssigkeit bildet. Und diese Flüssigkeit führt auch dazu, dass der Nerv oder die Wurzel dann eben eingeengt wird. Also das muss gar nicht immer gleich ein Bandscheibenproblem sein. Ja? Das ist eigentlich die häufigste Variante. Und das kann man auch in der Untersuchung immer ganz gut differenzieren. Wenn man dann nämlich einmal so auf den Dornfortsatz am Rücken ordentlich draufdrückt und auf das Facettengelenk, dann tut das fürchterlich weh. Ja, aber wenn man jetzt den Verlauf des Nerven mal abdrückt, dann tut das gar nicht mehr. Weiß man schon, aha, das ist also eher so eine Facettengelenksproblematik, die auch häufig durch eine Blockierung, also durch eine verspannte Muskulatur auch mit ausgelöst werden kann. Ja. Das andere ist eben das Klassische, was viele kennen und viele fürchten, ist der sogenannte Bandscheibenvorfall. Und da muss man dann auch immer unterscheiden, ist es jetzt eine Vorwölbung nur oder ist es ein richtiger Vorfall? Weil die Bandscheibe an sich ist ja nochmal geschützt. Muss ich das vorstellen? Die Bandscheibe ist ja eine
eine, also wie nennt man das, knorpelige Verbindung. Hm. Ja, und genau, die hat einen sogenannten Gallertkern und das ist wichtig daran. Ja? Hm. Also man hat die Scheibe sozusagen und in dieser Scheibe ist ein Kern drin. Ja? Hm. Und dieser Kern, wenn das porös wird und austritt, dann haben wir erst den Vorfall. Ja. Ja? Die Verschiebung ist eigentlich, hat noch nichts damit zu tun, dass dieser Gallertkern austritt. Die Verschiebung ist eher so, weil die kann sich auch schnell wieder zurückziehen. Mhm. Ja? Das ist eigentlich mehr so ein entzündliches Problem. Mhm. Während wenn es wirklich kaputt geht und dieser Kern, also diese Gallertmasse austritt, ja, und die verschließt dann im ungünstigsten Fall hinten das Rücken, also drückt ins Rückenmark rein, ja, oder sie drückt eben seitlich und drückt dann auf die Nervenwurzel. Und so gibt es dann auch die unterschiedlichen Symptome. Mhm. Ja? Und deswegen kann man es auch immer ganz gut zuordnen. Ne? Wenn der Patient dann sagt, ja, also es strahlt mir hier übers Gesäß und dann strahlt es mir so an der Seite in den Oberschenkel und dann nach vorne übers Knie und dann runter zum großen Zeh, dann wissen wir, okay, also das ist in Höhe 4., 5. Lendenwirbel auf alle Fälle. Mhm. Ja? Und so, und oder wenn die sagen, also wenn es ganz schlimm kommt, die können auch ihren Stuhlgang nicht mehr halten, dann weiß man, okay, ja, also da ist dann das Nervengeflecht drunter mit beteiligt, ja, und so kann man dann eben immer auch zuordnen, nur was für einen Patienten halt wichtig ist, um selber, sage ich mal, auch die Hufzentrale sozusagen zu aktivieren, ja, ist also, wenn es wirklich kribbelnde Schmerzen sind und die auch überhaupt, egal ob man sitzt, ob man liegt, ob man steht, überhaupt nicht besser werden, dann wirklich also dringend einen Arzt aufsuchen und das wirklich genau abklären lassen und auch bildgebend auch mit abklären lassen, sodass man dann genau weiß, okay, was muss man hier tun. Wenn es aber immer mal wieder kommt, ja, dann ist es meist ein muskuläres Problem. Mhm. Und dann sage ich auch meinen Patienten, sie müssen was tun. Mhm. Und zwar müssen sie nicht erst aktiv werden mit Gymnastik, also täglicher Bewegung und entsprechender Gymnastik, sprich also auch Stabilisierung des ganzen muskulären Apparates, nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern möglichst noch davor. Ja. Ja, und da gibt es wunderbare Übungen, die man machen kann. Und ich sage auch immer, es ist egal, Hauptsache man macht was. Hauptsache, also es soll ja auch Spaß machen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen. Und ich denke mal, da sind wir leider alle schuldig. Wir gehen immer erst zum Arzt, wenn es zu spät ist und wenn man dann auch schon was hat. Aber ja, ganz wichtige Botschaft vielleicht auch nochmal an unsere Zuschauer, an mich selbst auch, dass man sich immer regelmäßig bewegt und vor allem auch nicht so viel sitzt, weil wir die ganze Zeit ja auch im Sitzen verbringen. Und ja, sehr schön, wie Sie es auf jeden Fall erklärt haben, dass es so unterschiedlich ist und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass man tatsächlich auch schon mal selber ein bisschen einordnen kann und auch der Arzt auch, woher es kommt. Weil nichts ist ja schlimmer immer, finde ich, wenn man mit was zum Arzt geht und es könnte alles sein und nichts und man weiß es eigentlich nicht. Sie haben gesagt, das kann man auch bildgebend nachprüfen. Womit wird sowas gemacht? Mit einem MRT oder? Genau, das wird in der Regel mit dem MRT gemacht. Nicht, weil es ist ja wichtig, ein Röntgenbild bringt in dem Fall nichts. Ja. Ja. Ein Röntgenbild kann ich nur beurteilen, die knöchernen Strukturen und kann sehen, ob es da irgendwelche Fehlbildungen gibt. Mhm. Ja. Beim Röntgenbild kann man auch ansatzweise beurteilen, könnte da was sein. Ja. Aber um es ganz genau zu erklären und zu sehen, wie weit die Nervenwurzel eventuell jetzt geschädigt, verlegt ist, was auch immer, ob dann Ödem ist, also was also Flüssigkeitsansammlung irgendwo ist, das kann man nur im MRT dann beurteilen. Ja, vielleicht nochmal, das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen mit bei all den unterschiedlichen Variationen, die Sie erklärt haben, aber gehen wir mal vom Schlimmsten aus. Also Sie haben ja gerade gesagt, so zum Beispiel, wenn jetzt man einen Bandscheibenvorfall hat und auch diese gallertartige Masse ausgetreten ist und da drauf drückt, das ist natürlich dann wahrscheinlich eine der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Ist es trotzdem was, woran man was tun kann? Also auch auf alle Fälle. Ja. Also das heißt ja nicht, dass man dann nur noch den Weg der Operation gibt. Das ganz sicherlich nicht. Ja. Mhm.
auch das kann sich wieder alles zurückbilden. Ja? Okay. Dass das immer eine Schwachstelle sein wird, ne? Das ist halt eine Narbe dann. Ja. Ja? Also insofern ist es nur dann umso wichtiger, dass man dann sagt, okay, ich weiß, dass ich diese Schwachstelle habe, also muss ich auch selber dafür arbeiten, damit ich wirklich muskulär so stabilisiert bin, dass mir das nicht immer wieder passiert oder dass es zumindest mal vielleicht mal einen kurzen Hauch irgendwie an Schmerzen mal gibt, ja, weil man zu blöd irgendwie sich gedreht hat, zu viel gestragen hat, zu viel Sport gemacht hat, also da gibt es ja, oder zu viel Belastung mal jetzt grundsätzlich, egal was, aber zumindest, dass es nicht wieder zu einem Vorfall kommt, ja, und da hilft wirklich nur regelmäßiges Training. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das auch als junge Frau wirklich mit Mitte 20 zwei schwere Bandscheibenvorfälle gehabt, wo man mich sofort operieren wollte, wo die Reflexe weg waren. Und ich habe mich nicht operieren lassen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte und auch nicht haben wollte. Aber ich habe wirklich konsequent seitdem und bis heute jeden Tag Sport gemacht. Toll. Ja. So, und deswegen kann ich also wirklich auch guten Gewissens jedem Patienten sagen, das ist machbar. Ja, heißt natürlich dann auch Selbstdisziplin. Also da muss man auch so ein bisschen für sich selbst und seinen Körper die Verantwortung übernehmen. Ja, ja. Aber es kann auch Spaß machen. Ja, sehr schön. Und gut, dass Sie es sagen. Und genau, wenn man ja auch den richtigen Sport macht oder das, was gut für einen ist, dann fühlt es sich ja auch nicht so an. Und auch irgendwann ist es ja auch eigentlich eine Gewohnheit, die dann nach ein paar Wochen ja auch schon ganz zum Leben gehört und die man dann auch schön findet und braucht. Also von daher, ja, wahrscheinlich auch wirklich sehr wichtige Botschaft. Auf jeden Fall, dass wir Sport machen sollten und das auch regelmäßig. Und toll auch, dass was eigentlich ernst sein könnte, auch von den Schmerzen und auch wahrscheinlich von der Diagnostik, auf jeden Fall reparabel ist und man damit auch auf jeden Fall gut leben kann. Wenn es jetzt sich zum Beispiel um so eine, wie Sie erklärt haben, relativ harmlos dann im Vergleich dazu Muskelverspannung oder so handelt, was kann man sicherlich auch nicht genau sagen, das ist bestimmt immer unterschiedlich bei jedem Menschen, aber was gibt es da für einen Zeitraum, womit man da rechnen müsste, wenn man auch mitarbeitet, dass man wieder schmerzfreier ist oder bewegungsfähiger, kann sowas, dauert sowas mehrere Monate? Also es sind unterschiedlich, ne? Weil es gibt natürlich auch die Menschen, die dann irgendwie die Alarmglocke des Körpers gerne überhören und dann ewig mit den Schmerzen rumlaufen. Ja, und ich sage immer so, wenn wir ein Auto haben oder diejenigen, die ein Auto haben, wenn da so ein Motorblocklämpchen aufleuchtet, da wird sofort zur Werkstatt gefahren und da würde man nicht auf die Idee kommen, dieses Lämpchen auszudrehen, ja, oder die Birne da rauszudrehen. So. Und das machen wir aber leider bei uns. So. Das heißt, Schmerzen können sich chronifizieren. Wenn man also jetzt, weil Schmerz, was ist das? Schmerz ist immer ein Signal des Körpers, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und insofern, wenn man dann sofort auch reagiert darauf, dann ist das eigentlich in der Regel überhaupt gar kein Problem. Dann ist das eine Sache von 2 Tagen oder vielleicht mal einer Woche, ist die Sache gegessen. Ja, das heißt also, man muss Wärme anwenden oder selber, man kann so viel selber machen, ja, Wärmepflaster, Wärmekissen, ja, also ein bisschen Lockerungsbewegung, Massage, also da gibt es viel, was dann wirklich auch hilfreich ist, ja. Wenn aber, ich sage mal, jetzt schon eine Vorschädigung auch ist und nur gesessen wird und sich nicht bewegt wird und dann irgendein Ausweichmechanismus rankommt und das Ganze im Prinzip sich potenziert und jede Kompensationsmöglichkeit irgendwie immer bis zum letzten ausgeschöpft wird, dann katapultiert man sich dann in diese Chronifizierung. Das heißt also, man sagt ja immer, oder dieses ist ja vorgegeben, also chronischer Schmerz, wenn es mehr als 3 Monate besteht. So, und dann fängt es an, natürlich schwierig zu werden. Ja? Weil dann kommt das nächste blöde Ding hinzu, wir haben ein Schmerzgedächtnis. Ja, genau. Was eigentlich mal ganz gut gedacht war oder ist, ja, dass man halt vorgewarnt wird, wenn irgendwelche Sachen für nicht gut sind oder gefährlich sind, dass dann sofort der Körper, ohne dass wir großartig drüber nachdenken müssen, Schmerzsymptome auslöst. Ja.
So, nur manchmal sind die halt inadäquat, werden die ausgelöst. Ja? Und das führt dann dazu, dass bei Nichtigkeiten auf einmal diese Schmerzen kommen. Ja, ja. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, da muss man wirklich viel, viel Geduld haben, aber auch im Laufe der Jahre gesehen, dass ich sage mal, mit der normalen Orthopädie, wie ich sie einfach mal gelernt habe, man dann häufig ratlos davor steht und ein Schmerzmittel nach dem anderen gibt, ja, und Spritzen verteilt und es tut sich gar nichts. Mhm. Ja. Man muss aber auch dann mal bedenken, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, egal bei welcher Erkrankung, ja. Wie ist überhaupt der Stoffwechsel? Mhm. Weil wir müssen uns vorstellen, egal was in unserem Körper passiert, selbst wenn ich jetzt hier rede und Sie mir zuhören, das sind biochemische Prozesse, die das überhaupt nur möglich machen, dass wir uns verstehen und dass wir irgendwas tun können. Also, dass wir überhaupt nur leben. Ja? Ja. Das sind im Prinzip nur Zellen, die da gerade arbeiten. So, und die brauchen ihren Treibstoff. Ja? Mit allen möglichen, ob das Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine, was auch immer. Ja? Also, das muss laufen. Ja? Und wenn es da eben jetzt auch zu Defiziten kommt, weil man muss immer davon ausgehen, wenn Nerven geschädigt sind oder eine Bindegewebsschwäche dem, was ja häufig ist, eine Bindegewebsschwäche dem zugrunde liegt, dass es eben immer wieder zu solchen Beschwerden kommt, mhm. dann muss man auch mal schauen, habe ich denn eventuell genügend Material, damit meine Bandscheibe, Bänder, Sehnen, Muskeln einfach auch richtig ernährt werden. Mhm. Mhm. Ja, also auch da macht es Sinn, wirklich mal einen Blick drauf zu werfen, um dann auch selber entsprechend über Ernährung oder eventuell auch Zusatz, also Nahrungsergänzungsmitteln, da auch nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Ja, und das ist also wirklich manchmal wirkt auch solche Sachen, was heißt Wunder, klingt immer so toll, ja, aber es ist halt ein zusätzlicher erheblicher Aspekt, wenn man auch gerade in der Therapie nicht unbedingt weiterkommt. Mhm. Ja. Ja, absolut richtig, sehr schön. Und letztendlich, genauso wie Sie sagen, es hängt ja alles zusammen. Wenn irgendein Teil ausfällt, dann ist ja auch immer noch irgendwas anderes mit beteiligt und umgekehrt. Also meistens fängt das Problem ja ganz woanders an, als sich dann das Schmerz oder das Symptom dann äußert. Genau. Genau, ich sage immer so, diese Davos-Methode, die bringt nichts. Ne? Da, wo es weh tut, ist nie die Ursache. Also, ja. Man hat sich jetzt einen Arm gebrochen, ja, okay. Aber sonst bei diesen Formen der Schmerzen ist es immer, die Ursache ist eine andere. Das ist auch so, wenn ich sage, wenn ein Wasserrohrbruch irgendwo ist, es bringt nichts, da das Loch zu stopfen, wo das Wasser aus der Wand austritt. Das Wasser wird weiterlaufen, ja. Absolut richtig, ja, und das vergessen wir und da kommen Sie, glaube ich, wirklich toll ins Spiel, dass man halt einfach mal bei allen Teilen schaut, was zusammengehört, wo kann man es auf jeden Fall noch was zuführen, ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Gaudin. Eigentlich haben Sie, glaube ich, alles Wichtige erstmal beantwortet, wo ich denke, das sind tolle Hinweise gewesen, auch wie schon gesagt, dass es unterschiedliche Symptome gibt, woran man es ablesen kann. Dann da vor allen Dingen die wichtigste Botschaft finde ich, dass man selber ganz viel tun kann und das auch nichts ist, was heißt lebenslänglich heißt, sondern dass man auf jeden Fall ja, selber aktiv sein kann und auch wieder gesund werden kann. Haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, haben Sie jetzt gerade schon auch natürlich die Ernährung und auch den Vitalstoffwechsel sollte man auch zusätzlich mal anschauen, irgendwas vielleicht für unsere Zuschauer sitzen in Berlin. Falls jemand jetzt ein spezielles Problem hat, kann man trotzdem Online-Termine mit Ihnen ausmachen? Oder ich meine, klar, bei sowas ist es wahrscheinlich besser, wenn man vor Ort ist, aber ging es trotzdem auch, um auch eventuell mal was anderes abzuklären? Genau, also ich habe meine Praxis, kann man Online-Termine machen, also ich habe auch Videosprechstunde schon seit 2 Jahren bei mir, weil ich auch viele Patienten halt habe, die gar nicht aus Berlin kommen. Ja. Das ist also, das kann man über die Webseite buchen, da die Termine, die können in der Praxis anrufen, da bekommen sie Termine, also da gibt es alle Möglichkeiten.
Super. Und dann vielleicht noch mal ganz kurz, nehmen wir mal an, den allerschlimmsten Fall ist Wochenende, Sie sind nicht erreichbar, man hat jetzt so einen Schmerz, gibt es da irgendeine Sofortmaßnahme, wo Sie sagen, das könnte ich noch empfehlen, wie manchmal hilft der Wärme bei vielen Sachen, bei Muskelverspannungen oder so, ist das was, wo Sie sagen, das könnte man tun oder lieber nicht? Genau, also ich sage mal so, wenn es jetzt wirklich eine Muskelverspannung ist, also das auf einmal plötzlich kam, ja, dann ist es bestimmt kein Bandscheibenvorfall, es sei denn, derjenige sagt, ja, ich habe was getragen, ganz schwer, und dann ist die Bandscheibe rausgeknallt. Okay, das gibt's auch, ja. Aber dann schießt es auch wirklich ins Bein. Aber das ist eigentlich so das geringe oder die nicht so häufige Problem. Bei den meisten ist es wirklich so, sie sind aus dem Auto blöd ausgestiegen oder haben sich noch irgendwas gebückt, haben die Zähne geputzt, überm Waschbecken sich rübergebeugt, wollten wieder hoch und peng, geht auf einmal nicht mehr. Mhm. So, da ist wirklich, wo ich sage, Wärme, Wärme, Wärme und versuchen, Massage, wer hat, also ich empfehle, meine Patienten haben alle eine hier Faszienrolle, yeah. Ja, oder ein Faszienball oder zumindest Tennisball irgendwie, um das Ganze so ein bisschen selber auch zu massieren, mhm. Ja, das ist so die erste Maßnahme, oder wer hat vielleicht auch so eine, wer es häufiger hat, meine Patienten kriegen immer eine Rückenbandage auch, ja, dass wenn sie sich draußen bewegen, bloß nicht im Sitzen, auch immer wichtig, ja, nicht während des Sitzens dieses Ding tragen, mhm. sondern nur, wenn man sich draußen bewegt, wenn man so das immer das Bedürfnis hat, man möchte hier hinten das abstützen, ja, und sowas sich dann umzumachen oder wer Motorrad fährt, Nierengurt oder einfach nur einen Schal umbinden, ja, das geht auch, das hilft schon mal so ein bisschen. Mhm. Ja, während wenn es jetzt wirklich so ist, dass es also im Bein kribbelt und unerträgliche Schmerzen sind, also dann würde ich sagen, bitte, dann sollte man doch vielleicht dann ins Krankenhaus fahren oder den Notarzt eventuell rufen, weil dann muss man abklären, ist da wirklich ein Bandscheibenvorfall, weil wenn das halt ins Rückenmark reinragt, das kann bis zur Lähmung führen. Also das muss man dann auch ernst nehmen, sowas. Okay. Ja, ja. Gut, dass Sie es nochmal sagen. Okay, ganz, ganz toll. Vielen Dank, Frau Dr. Gaudin. Gibt es sonst noch irgendwas abschließend, worüber wir nicht gesprochen haben, was Sie gerne unseren Zuschauern noch mitgeben möchten oder irgendwas, was Sie noch auf dem Herzen haben? Also, was heißt auf dem Herzen? Also ich hoffe, dass ich den Zuschauern einfach so ein bisschen auch die Angst nehmen konnte, dass wenn diese Rückenschmerzen kommen, dass es dann heißt, ja, damit muss ich jetzt immer hier leben, ja, ja. Selbst auch wenn es mal ein Bandscheibenvorfall ist, mhm. ja. Und ich sage auch, diese ganzen Operationen sind Indikationen, wo ich sage, ja, da muss man das operieren. Ja. Aber ansonsten sollte man immer versuchen, den sag ich mal, nicht operativen Weg zu gehen, den sogenannten konservativen Weg zu gehen, um selber also auch zu probieren mit entsprechender Bewegung, also betreuter Bewegung, ne, ob das Physiotherapie ist, oder Personal Training, je nachdem, was da vorliegend ist. Aber man kann wirklich ganz, ganz viel machen und auch über die Ernährung kann man ganz viel machen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man selber tun kann. Ja, großartig und so positiv. Und ich glaube, dabei ist wahrscheinlich dann auch am besten, es zu belassen. Wir haben auf jeden Fall Eigenverantwortung für unseren Körper und wir können den auch wieder, wenn wir es mal vernachlässigt haben, auf jeden Fall wieder auch in besseren Zustand bringen. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Gaudin, für das tolle Interview und Dankeschön für die tollen Informationen. Alles, alles Gute für Sie und auch Dankeschön an unsere Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Interview. Ja, ich danke Ihnen auch vielmals. Danke. Ja, alles Gute für Sie auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.